Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Abschätzen und Überschlagsrechnung. Wir sollen drei Brüche so abschätzen, dass wir ihre Prozentwerte ablesen können. Der erste Bruch in A ist 24/97. Durch ein paar einfache Rundungen können wir den Prozentwert ziemlich genau ablesen. Wenn wir Zähler und Nenner beide vergrößern oder beide verkleinern und das in etwa im gleichen Ausmaß, dann wird sich der Wert des Bruches kaum verändern. Ich vergrößere sowohl den Zähler auf 25 als auch den Nenner auf 100. Und 25 Hundertstel sind unmittelbar abgelesen 25%. Das heißt, unser Bruch repräsentiert in etwa näherungsweise 25%. Der zweite Bruch sind 6 Einundzwanzigstel. Die Frage ist, wie runden wir? Am einfachsten ist es natürlich wieder auf Hundertstel oder verwandte Brüche wie Zehntel zu kommen. Tausendstel wäre natürlich auch günstig, bietet sich hier aber natürlich nicht an. Und auf Zehntel komme ich, indem ich meine 21 durch 20 runde. Weil ich dann kürzen kann auf 3 Zehntel, bin ich ungefähr bei 30%. Und diese 30%, die wir hier haben, sind auch schon die Lösung. Und schließlich Beispiel C, 11 Zweiunddreißigstel. Dieses Beispiel ist insofern etwas komplizierter, weil die Auswahlmöglichkeiten etwas enger beisammen liegen. 11 Zweiunddreißigstel ist natürlich knapp an 11 Dreiunddreißigstel. 11 Dreiunddreißigstel ist wiederum ein Drittel. Ein Drittel wären 33%. Wählen wir aber nun 30 oder 35% aus unserer Liste aus. Dazu eine ganz einfache Überlegung. Ein 11 Zweiunddreißigstel sind größer als 11 Dreiunddreißigstel. Also muss der wahre Wert über 33,3% liegen. Und das vermutlich ziemlich genau bei 35%. Also können wir hier 35% auswählen. Und mit diesen drei einfachen Abschätzungen ist das Beispiel auch schon wieder gelöst.